Dieter Hopper aus Kleinwangen stellt derzeit seine Fotografien im Landratsamt Naumburg aus. Der passionierte Naturfotograf wählt seine Bilder nach einem ganz bestimmten Schema aus. Also ich versuche es immer ein bisschen zu mischen, sowohl Pflanzen als auch Landschaften oder Tiere in unterschiedlicher Größe und Art. Das Thema Tierfotografie beschäftigt den 60-Jährigen schon einige Jahre. Wie er zu dem Hobby gekommen ist, beschreibt er so. Ja, durch meinen Beruf in erster Linie. Also ich bin Förster und habe natürlich jeden Tag mit der Natur zu tun. Und dann versucht man letztendlich auch den Moment festzuhalten, den man draußen erlebt. Und so ist das Spektrum über das Rotwild immer breiter geworden. Andere Tiere, dann kamen Pflanzen dazu. Die Orchideen, die im Naturpark Saale und Triasland relativ häufig vorkommen, sind dazugekommen. Ja, und dann natürlich auch noch Landschaftsfotografie. Mittlerweile ist Dieter Hoppe Mitglied des Clubs Deutscher Naturfotografen und hat sich dort bereits einen Namen gemacht. Und bei all den tollen Aufnahmen hat doch aber bestimmt auch der Fotograf selbst ein Lieblingsbild, oder? Naja, es gibt sicherlich mehrere Bilder, die man besonders, ich sag mal, wertvoll empfindet. Aber es kommen ja jedes Jahr auch neue dazu und die Eindrücke von neuen Bildern sind meist erstmal die besseren. Aber es gibt schon 2, 3, 4 Bilder, die auch an Fotowettbewerben erfolgreich waren. Und wie gesagt, zum Beispiel den Herbstwald oder den Rothirsch im Getreide oder den Kernbeißer. Das sind so ein paar Bilder, die sind dann auch in jeder Ausstellung dabei eigentlich. Neben Vögel sind nun auch kleine Käfer oder Spinnen dazugekommen, die der Fotograf im Makrobereich fotografiert. Zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes können seine Bilder bestaunt werden. Musik